liebe Interessenten und Freunde unseres Ferdinand Franz Wallraff, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend trotz des sonnigen Wetters und sicherlich auch anderer Verpflichtungen zu dem Vortrag über Ferdinand Franz Wallraff gekommen sind, von dem wir im letzten Jahr ja auch schon bereits ziemlich viel gehört haben. Zur Ehrenlegion kann ich noch eine kleine Anekdote übrigens nachtragen. Ich habe nämlich letztens erfahren, dass ich die Pflicht oder das Recht habe oder wie auch immer, dass mein Sarg, der einst mit der französischen Trikolore geschmückt werden darf. Und das habe ich dann natürlich gleich meinem Mann erzählt und habe als Antwort erwartet, na, du hast ja mindestens noch 30 Jahre Zeit. Und was antwortete er? Er meinte, das wird ja kein Problem sein, dann irgendeinen Fahnenhersteller zu fragen. Also das nur am Rande, und darum geht es heute aber auch nicht, sondern wir wollen uns mit Ferdinand Franz Wallraff beschäftigen, dem man im vergangenen Jahr wirklich nicht entgehen konnte, nicht einmal in den Bahnen der Kölner Verkehrsbetriebe, denn dort wurde mit seinem Russenporträt geworben für eine Kunstausstellung am Wallraff-Richartz-Museum, die im Mai 2018 eröffnet wurde und die aus gutem Grund und aus besonderem Anlass stattgefunden hat. Die große Schau im Wallraff-Richartz-Museum stand unter dem Titel Wallraffs Erbe, ein Bürger rettet Köln, und Anlass war ein für die Kulturgeschichte der Stadt Köln außerordentlich wichtiges Jahr, ein Jubiläum, das Jahr 1818, das Jahr nämlich, in dem der Sammler, der eifrige Sammler Ferdinand Franz Wallraff seine gesammelten Kollektionen an Münzen, an Büchern, an Schmuckstücken, an Ritterrüstungen, an Zeichnungen, an Gemälden der Stadt Köln vermacht hat. Zitat: Am 9. Mai 1818, morgens gegen 9 Uhr, zu diesem Zeitpunkt hatte der 70-Jährige in diesem Moment bettlägerige, Zitat, hochwürdige und hochgelehrte Herr Dr. Professor Ferdinand Franz Wallraff, ehemaliger Kanonich in mehreren Stiften, Rektor bei der ehemaligen hiesigen Universität, von seinem Schlafzimmer in der Universitätsstraße aus in Gegenwart verschiedener Zeugen seinen letzten Willen diktiert. In dem berühmtesten Paragraphen dieses dritten und endgültigen Testaments hatte Wallraff Stadt und Gemeinde Köln zur, Zitat, Erbin seines sämtlichen Nachlasses eingesetzt und dies, Zitat, unter der ausdrücklichen, unnachlässigen Bedingung, dass seine Kunst, Mineralien, Malerei, Kupferstich und Büchersammlung zu ewigen Tagen bei dieser Stadt und Gemeinde zu Nutzen von Kunst und Wissenschaft verbleiben, derselben erhalten und unter keinem erdenklichen Vorwande veräußert, verlegt, aufgestellt und derselben entzogen werden soll. Das war der Mai 2018. Es folgten zahlreiche Veranstaltungen zu Wallraff, Podiumsdiskussionen mit Ministerin Pfeiffer-Pönsken, Presseberichte und so weiter und so fort. Wir hatten von der Universität aus, von der frühen Neuzeit aus, einen Anstoß für die Auseinandersetzung mit Wallraff gegeben, denn tatsächlich war es ein gemeinsames Lehrprojekt mit Stefan Rohe von der Kunstgeschichte, das wir Wallraff gewidmet hatten. Das war ein Hauptseminar unter dem Motto auch des forschenden Lernens, in dem wir mit den Studierenden zusammen uns mit der historischen Figur Wallraff beschäftigt haben, in Kooperation mit den Kölner Museen, Archiven, Kulturinstitutionen, Bibliotheken. Aus dem Seminar sind hervorgegangen 50 Beiträge von Studierenden, die wir unter dem Titel Wallraff Digital publiziert haben. Und da wir dann noch nicht genug ausgelastet waren, haben wir noch einen Blog aufgesetzt, eine App entwickelt, die Sie heute auch noch kostenfrei aus dem App Store für Apple, iPhones, aber auch für andere Handys herunterladen können, und haben auf diese Art und Weise auch den Versuch unternommen, Wallraff als Wallraff Digital auch ein Stück weit an ein breiteres, geschichtsinteressierteres Publikum zu vermitteln. Hier sehen Sie ein Porträt Wallraffs des Malers Anton de Peters in der typischen Pose des Gelehrten. Ich werde Ihnen gleich noch weitere Porträts Wallraffs zeigen, die ihn in etwas anderen Kontexten und Konstellationen abbilden. Das ist die Startseite von Wallraff Digital, worunter Sie dann die studentischen Beiträge finden. Aber über diese Beiträge und über die App hinaus, Wallraff Walking Tour mit App, an der insbesondere auch das Team der frühen Neuzeit mitgearbeitet hat, Elisabeth Stäbe, die jetzt in Marburg Archivreferendarin ist, Sebastian
Schinkheider, Thea Fiegenbaum ist hier, Friederike Rupp ist hier, Simon Grigor hat gerade angefangen, über Wallraff zu promovieren, Johanna Gesenhoff, Henrike Stein, sie sind alle im Kontext der Erforschung der kulturellen Sammlung der Stadt Köln im 18. Jahrhundert verwurzelt mittlerweile, und gemeinsam haben wir das entwickelt und freuen uns darüber, dass es aus unserer Sicht auch ganz gut gelungen ist. Man soll es mit dem Selbstlob keineswegs übertreiben, aber aus den Aktivitäten und Initiativen gingen auch genuine Forschungsleistungen hervor, eine Reihe von sehr guten Masterarbeiten, die wir mit der USB zusammen online publiziert haben. Eine Publikation zu Wallraffs Testamenten. Hier sehen Sie einen Ausschnitt von Elisabeth Schlewe und Sebastian Schlinkheider. Eine Publikation, in der zum ersten Mal richtig aufgearbeitet wurde, dass Wallraff nicht nur ein Testament, sondern drei Testamente hinterlassen hat, die sich im Inhalt ziemlich voneinander unterschieden. Die Dissertationsprojekte habe ich genannt. Als nächstes steht an, und zwar, das können Sie ab morgen sehen, eine digitale Präsentation zu Wallraffs Objekten, eine Best-of-Show aus der Sammlung Wallraff mit den entsprechenden Kommentierungen. Das hat Kim Opgenort auf den Weg gebracht, und das ist ein weiterer Versuch, einen neuen Zugang zu Ferdinand Franz Wallraff zu finden. Das können Sie ab morgen also online aufrufen, und dieses Titelblatt in Anführungsstrichen zeigt Ihnen auch schon die Menge, die Vielfalt der Objekte, die Wallraff tatsächlich gesammelt hat, von Globen über Muscheln bis hin zu Fossilien und anderen Relikten, worüber ich gleich auch noch ein bisschen sprechen werde. Was war der Grund, sich mit Wallraff zu beschäftigen, und was war unsere Zielsetzung? Es gibt genügend Literatur über Wallraff. Viele der entsprechenden Publikationen sind inzwischen etwas veraltet. Diese Publikationen zeichnen sich aber vor allen Dingen durch eine Lesart des Wallraffschen Wirkens aus, die aus meiner Sicht unbedingt Korrektur verdient hat. Wallraff ist sicherlich neben Willy Milovic und Konrad Adenauer, wenn man beide in einem Atemzug nennen darf, der berühmteste Sohn oder zumindest einer der berühmtesten Söhne der Stadt. Er ist eine städtische Ikone, die schon zu Lebzeiten mit Ehrungen überhäuft wurde. Wallraff ist bis heute der einzige Erzbürger der Stadt Köln, der Titel aus dem später dann der Ehrenbürger hervorgegangen ist. Wallraff wurde mit dem Roten Adlerorden Preußens ausgezeichnet, dem zweithöchsten Orden, den Preußen zu bieten hatte. Er war so berühmt, schon zu Lebzeiten, dass zeitweise sogar das Verb Wallraffen für Sammeln verwendet wurde. Er war in den kölschen Netzwerken, im kölschen Klümmel, derart präsent, dass ihm Mario Kramp, der Direktor des Stadtmuseums, zu Recht immer als Kölner Frettchen par excellence bezeichnet. Noch in der jüngsten Biografie aus dem Jahre 2017, die in der Reihe zur Kölner Stadtgeschichte erschienen ist, wird der Mythos Wallraff fortgeschrieben. Der Mythos als eines seiner Vaterstadt eng verbundenen Patrioten, dessen Sehnen und Trachten im Grunde die Kölner Stadtmauern niemals überwunden hätten. Diese Biografie zu Wallraff endet mit einer Anekdote, die Sie schon bei seinem ersten Biografen Smets in den 1820er Jahren finden, nämlich mit dem Vermerk, dass die letzten Worte Wallraffs in seiner Sterbestunde Kölle Alaaf gewesen seien. Und das, meine Damen und Herren, kann ich nun wirklich gar nicht glauben. Also, Wallraffs Biografie zu entstauben, kritisch gegen den Strich zu lesen, das war die erste Zielsetzung des Projekts. Damit verbunden, zweites Ziel, Erforschung einer wichtigen Epoche der Kölner Stadtgeschichte in der französischen Zeit, um 1800, in der Zeit der französischen Herrschaft. Und drittes und vielleicht wichtigstes Ziel des Wallraff-Projektes war es, am Beispiel Wallraffs den Umgang der Stadt Köln mit dem kulturellen Erbe zu rekonstruieren, da das Schicksal der Wallraffschen Sammlungen eigentlich eine Blaupause sind für das Schicksal der Sammlungen hier im Rheinland und insbesondere in Köln.
Wallraff muss gesehen werden als Teil einer Sammler-Community im späten 18. Jahrhundert. Wenn man über Wallraff forscht, kommt man an den Jesuiten nicht vorbei. Man kommt an dem Baron von Hübsch nicht vorbei, mit G. Übrigens ein kongenialer Sammler und Zeitgenosse Wallraffs, der etwas mehr Glück als Wallraff hatte, weil er nach einem langjährigen Streit mit der Stadt Köln seine Sammlung nach Darmstadt vererbt hat, wo sie heute noch liegen. Der Nachlass liegt in der Universitätsbibliothek in Darmstadt und die wertvolle Kunstsammlung von Hübsch inklusive seiner Elfenbeinminiaturen im Darmstädter Landesmuseum. Das alles, man könnte also noch vieles über Wallraff berichten. Ich möchte heute Abend gerne aber das Thema, das Herr Knoch gerade auch schon genannt hat, aufgreifen, nämlich Wallraffs Rolle als letzter gewählter Rektor der alten Kölner Universität, die im April 1798 geschlossen wurde. Es gibt auch dazu einen ausgewiesenen Forschungsstand. Es gibt zahlreiche Publikationen, unter anderem die große Stadtgeschichte von Erich Meuthen, die Arbeiten von Klaus Pabst, zuletzt die Dissertation von Nathalie Damem und anderen. Aber dennoch, denke ich, wäre noch vieles aufzuarbeiten, wenngleich die Situation des historischen Archivs nach wie vor so ist, dass man das doch mit ein wenig Skepsis betrachten muss. Wallraffs Vita in Kurzform. Er wurde am 20. Juli 1748 als Sohn eines Kölner Schneidermeisters in bescheidenen Verhältnissen geboren und hat später immer wieder versucht, über eine höchst konstruierte Stammbaumlinie eine Verbindung sowohl zu dem bekannten Gelehrten Agrippa von Nettesheim als auch zu der Patrizierfamilie der Wallrabens oder Wallrabens herzustellen. Das alles kann man aber schlicht negieren, denn das waren kunstfertige Versuche, die eigene Abstammung in einem glänzenderen Licht erscheinen zu lassen, die nachweislich so nicht stimmen konnten. Aufgrund seiner familiären Situation musste Wallraff die geistliche Laufbahn einschlagen, denn nur darüber konnte er Pfründen erhalten, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Als Glücksfall seiner Ausbildung kann man die Begegnung und die Bekanntschaft mit einigen Kölner Akteuren nennen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Köln für die Aufklärung standen. Hier meine ich insbesondere die Begegnung mit Johann Georg Menn, einem Professor für Chemie und Medizin an der Kölner Universität, der für seine Forschung, aber auch für seine fortschrittliche Lehre bekannt war. Menn machte sich zum Beispiel schon früh dafür stark, dass Hebammen, also Frauen und insbesondere Hebammen, an seinen Vorlesungen teilnehmen durften. Prägende Gestalten im Umfeld von Wallraff war aber auch Menns Frau Dorothea Schauberg, waren der erwähnte Baron von Hübsch und waren der Dompropst Kaspar Bernhard Hardy und einige wenige, die Gerd Schwerhoff als exklusive Lichter, wenige Lichter, die in Köln als aufgeklärte Lichter gebrannt hätten. Im August 1784 erhielt Wallraff im Alter von 36 Jahren eine Pfründe an St. Maria im Kapitol, womit ein regelmäßiges Einkommen und vor allen Dingen auch ein Lehrstuhl für Botanik an der Kölner Universität verbunden war. Dieser Lehrstuhl wurde 2 Jahre später um die Fächer Naturgeschichte und Ästhetik erweitert. 1788 erfolgte schließlich die Promotion zum Dr. Med. Wallraffs Universitätskarriere verlief allerdings keineswegs geräuschlos und störungsfrei. Tatsächlich zeichnen ihn die Quellen als einen konfliktfreudigen, streitbaren Mann, der sich schon früh mit dem Dekan de Passera verscherzte um die Frage des Zugestehens von Pfründen und in einen Prozess verwickelt wurde, der schließlich vor einem der höchsten Reichsgerichte, dem Reichshofrat, ausgetragen werden musste. Wallraff selbst stand aber bei den Kölner Traditionalisten im Rufe, ein Mitglied der Rosenkreuzer der Illuminaten zu sein, ein Geheimbündler zu sein, was ihn umstritten machte und was zeitweise zum Ausschluss aus der philosophischen Fakultät führte. Ende 1793 erlebte Wallraff den Höhepunkt seiner universitären Laufbahn, indem er als Vertreter der medizinischen Fakultät zum Rektor der Universität
Köln zu Köln gewählt wurde. Das Verfahren war nicht ohne Probleme verlaufen. Tatsächlich hatte sich Wallraff gegen den alten Rektor Karrich durchsetzen müssen, der der Favorit der Orthodoxen und des päpstlichen Nuntius gewesen war. Schwere Aufgabe. Übrigens, und das habe ich unserem Rektor auch mal en passant mitgeteilt, mussten Direktoren damals im Zölibat leben. Das galt natürlich auch für Wallraff, der ein nicht verheirateter Priester war, denn mit dem Rektorenamt war auch die gegebenenfalls Gerichtsbarkeit über Kleriker verbunden und das konnte nur in dieser Weise ausgeübt werden. Wallraff auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, Rektor der Kölner Universität. Ein Amt, bei dem er eine schwere Hypothek, ein schweres Erbe zu tragen hatte, denn die Universität genoss europaweit im 18. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allgemein keinen besonders guten Ruf. In den Gothaischen Gelehrtenanzeigen von 1797 konnte man Folgendes lesen, und das ist eines von vielen ähnlichen Zitaten. Von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, könnte sich Köln eines großen Vorzugs vor anderen gelehrten Städten rühmen, denn ihre Universität ist die älteste in Deutschland. Allein, sie befindet sich in einem sehr traurigen Zustand. Und der Höhenrausch, den die Bigotterie verursacht, ist dort zu stark, als dass das Licht der Weisheit in vollem Glanze scheinen könnte. Dies also als eine der vielen kritischen Stimmen, die sich gegen die Kölner Universität im 18. Jahrhundert wandten. Dieses Urteil als ein Gesamtverdikt kann so allerdings nicht stehen bleiben, weil zum Beispiel die medizinische Fakultät im 18. Jahrhundert sehr angesehen war. Wie auch immer, an Wallraff als Rektor wurden von Anfang an große Erwartungen gesetzt. Er war auch schon Jahre vorher vom Kölner Rat mit der Entwicklung von Universitätsreformen beauftragt worden. Im Lichte der Tatsache, dass man in Köln und auch im Rat sah, welche Entwicklung die Kölner Universität genommen hatte, die seit 1760 einen Einbruch auch der Studierendenzahlen, einen Rückgang der Studierendenzahlen akzeptieren musste. Was ersann Wallraff als Reformprogramm für die Kölner Universität? Vieles von den ursprünglichen Quellen ist verloren gegangen. Der Kölner Stadtarchivar Leonard Ennen hat Teile davon publiziert. Ich glaube, besonders bemerkenswert war die Tatsache, die Wallraff in seiner Antrittsvorlesung von 1786 auch nochmals betonte, dass er die Bedeutung und den Wert der Naturwissenschaften für die künftige Entwicklung seiner Universität früh erkannte und auch forcierte. Innovativ war Wallraff auch insofern, als er in den 1780er Jahren die Gründung einer Handelsakademie für angehende Kaufleute empfahl und damit die spätere Kölner Handelshochschule vorwegnahm. Darüber hinaus setzte er sich ein dafür, dass Vorlesungen in deutscher Sprache und nicht in Latein gehalten werden sollen. Ihm war wichtig der Entwurf einer umfassenden Bildungskonzeption, die Bildung für alle vorsah. Ihm war wichtig, die Studierenden zu unterstützen. Er plädierte für größere Selbstständigkeit der Studierenden, die auf der anderen Seite aber nach seiner Auffassung in ein System intensiverer Leistungskontrollen und Prüfungen einbezogen werden sollten. Am interessantesten ist vielleicht dabei die Tatsache, dass er eine Vision der Universität entwickelte, die das zentrale Kleinod der Stadt Köln sein sollte. Wallraff träumte einen ambitionierten Traum von einem, Zitat, Universitätspalast, der Platz für alle Fakultäten, Platz für eine Apotheke, für ein chemisches Labor, für ein umfassendes Naturalien-, Altertümer-, Kunst- und Kupferstichkabinett bilden sollte, in dem es möglich sein sollte, Experimente durchzuführen und das auch ein Palast, der auch ein astronomisches Observatorium beinhalten sollte. Aufgrund der Widerstände, die gegen diese Planung laut wurden, konnte Wallraff am Ende aber nur vergleichsweise kleine Reformen auf den Weg bringen, wie etwa das Abhalten der Vorlesung in deutscher Sprache dann in den späten 1780er und 90er Jahren.
wenn man versucht, ex post die Hauptkampflinien seines Rektorats zu benennen, dann würde an die erste Stelle fallen der im Grunde unentwegte und oft ergebnislose Kampf gegen die Traditionalisten, die Orthodoxen an seiner eigenen Universität, die allem, was in Richtung von Aufklärung, Modernität ging, skeptisch gegenüber gesonnen waren. Und das war als zweites die wachsende Konkurrenz in der direkten Nachbarschaft, nämlich die Gründung der Universität Bonn im Jahre 1786 und damit dann der Siegeszug der Universität Bonn als kurfürstliches Vorzeigeprojekt in knapp einem Jahrzehnt. Im Unterschied zu Köln konnte die Universität Bonn diesen rasanten Aufstieg vollziehen, weil sie zum einen durch die Kölner Kurfürsten Max Friedrich und Max Franz, Bruder des Sohnes der Maria Theresia Josephs, weil die Universität in dieser Art und Weise auch vorwärts geschubst wurde, kann man fast sagen. Und zum anderen auch als Erfolgsfaktor einen überaus umtriebigen Kurator und Organisator vorzuweisen hatte, nämlich Spiegel zu Desenberg, der viele fortschrittliche Professuren einrichtete, Professoren abwarb und nach Bonn holte. Kurfürst Max Franz und Spiegel zu Desenberg waren übrigens überzeugte Aufklärer, Vertreter der katholischen Aufklärung. Und wenn man die Einweihungsrede des Kurfürsten zur Bonner Universität liest, dann ist auffällig, dass hier mehrfach der Begriff der Aufklärung fällt, während Wallraff, der seinerseits durchaus im aufgeklärten Sinne Reformen an der Universität in Köln durchführen wollte, vor dem schrecklichen Begriff der Aufklärung zurückfuhr und stattdessen den Begriff der Aufhellung verwendete. Und das war, wir haben die Diskussion über das Framing gehabt in letzter Zeit, ein letztlich auch sehr durchsichtiger Versuch, statt der umstrittenen Aufklärung die Aufhellung nach Köln zu bringen. Wallraff, und auch das ist ein Aspekt seiner Biografie, der bis heute nicht aufgearbeitet wurde und der mich persönlich sehr interessieren würde. Wallraff hatte selber übrigens mal einen Ruf nach Bonn erhalten, und zwar auf die Nachfolge einer höchst kontroversen, aber auch faszinierenden Figur eines Professors an der Bonner Universität. Wallraff sollte nämlich Nachfolger des berüchtigten Eulogius Schneider sein. Eulogius Schneider war unter anderem der Lehrer des jungen Beethoven. Eulogius Schneider gehörte aber dann zu den radikalsten deutschen Jakobinern, die sich der Französischen Revolution anschlossen. Eulogius Schneider ging dann nach Straßburg, wo er Säuberung, Purifizierung in der radikalen Phase der Revolution durchführte und dann letzten Endes hingerichtet wurde. Also eine interessante deutsch-französische Figur am Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, Konkurrenz zu Bonn, großes Thema. Damals während der Zeit Wallraffs im Rektorat, heute natürlich alles längst vergessen, diese Konkurrenzsituation zwischen Köln und Bonn. Der Konflikt Köln auf der einen Seite, Bonn auf der anderen Seite, schwelte noch, als es zu der historischen Zäsur von 1794 im Rheinland kam. Das war nämlich das Jahr, an dem die Geschichte der Freien Reichsstadt endete und die französische Herrschaft begann. Anfang Oktober 1794 zogen französische Soldaten durch das Hahnentor nach Köln ein, wo sie auf dem Neumarkt Freiheitsbäume errichteten. Dies war der Beginn einer 20-jährigen Phase französischer Herrschaft, die bis zur Abdankung Napoleons und dann der Einverleibung, der ungeliebten Einverleibung durch Preußen dauerte. Diese Jahre der französischen Herrschaft waren mit tiefen Einschnitten in Verwaltung und Kultur verbunden. Klaus Müller, der den entsprechenden Band in der Kölner Stadtgeschichtsreihe geschrieben hat, hat das auf die griffige Formulierung gebracht: In keiner Epoche der Kölner Stadtgeschichte musste die Bevölkerung dramatischere Veränderungen hinnehmen als in den 20 Jahren unter französischer Herrschaft. Diese Veränderungen betrafen den Bereich der Wirtschaft, des Rechts, der Sprache, sogar der Straßennamen.
Es haben zahlreiche Straßenumbenennungen stattgefunden. Sie betrafen das Bildungswesen und natürlich vor allem auch den Bereich von Kunst und Kultur. Was bedeutete der Einmarsch der Franzosen für die Universität? Zunächst erstmal kaum etwas. Denn die Ankunft der französischen Truppen fiel in die vorlesungsfreie Zeit. Der Lehrbetrieb konnte deshalb zunächst gar nicht gestört werden. Dass die Räumlichkeiten der Universität allerdings schnell zur Unterbringung der französischen Soldaten und als Lazarett genutzt wurden, sorgte für Ungewissheit und große Ängste bei den Professoren, die nicht wussten, ob sie ihre Lehrveranstaltungen überhaupt würden halten können. Zitat: Ich mache hierdurch der studierenden Jugend bekannt, so ließ Professor Zulehner, zuständig für Mathematik und Physik, in die Zeitung setzen. Zitat weiter: Dass ich nämlich künftigen 24. November meine Vorlesung über Physik und Mathematik anfangen werde, sofern sich eine hinlängliche Zahl Zuhörer einfinden wird. Zu dem Zeitpunkt war den Lehrenden also nicht klar, wie es weitergehen würde. Ungeachtet aller Sorgen und Bedenken konnte der Lehrbetrieb im November bzw. Anfang Dezember 1794 allerdings in vollem Umfang aufgenommen oder wieder aufgenommen werden und verzeichnete zunächst auch durchaus positive Effekte. Tatsächlich hatte die Kölner Universität durch die Entwicklung einen richtigen Energie- und Attraktivitätsschub erhalten. Nämlich durch die Franzosen in Frankreich und in anderen Teilen Europas Universitäten bereits aufgelöst worden waren, erlebte die Kölner Uni einen Zuzug von zahlreichen neuen Studierenden, sodass sie insgesamt dann auf einen Umfang von 1500 Studierenden anwuchs, die besonders nachfragten ein Studium an der medizinischen Fakultät. Als nachteilig und als geradezu dramatisch erwies sich für die Lehre und für das Leben der Universität allerdings der französische Kunstraub. In Köln tauchten nämlich bald nach der Ankunft der Revolutionstruppen französische Kommissare auf, die mit der Konfiszierung von Kunstschätzen aus Paris beauftragt worden waren. Bénédicte Savoy, die französische Kunsthistorikerin, die heute, glaube ich, einen Vortrag in der Gräfenstiftung hält, hat darüber eine monumentale, mehrbändige Dissertation verfasst. Im Rahmen dieser Kunstraubaktionen wurden Unmengen von Büchern, von Münzen, von Kunstschätzen nach Paris und in den Louvre transportiert. Die wertvolle Zeichnungssammlung der Jesuiten und auch weitere Kölner Ikonen wie das Rubens-Gemälde der Kreuzigung Petri, ein monumentales, spätes Werk von Rubens, ein gegenreformatorischer, in Anführungsstrichen, Schinken par excellence, der Stolz der Kölner, der ebenfalls zur großen Bitterkeit von Wallraff nach Paris expediert wurde. Damit war die Kölner Universität und war die Stadt Köln nicht nur zahlreicher wertvoller Schätze beraubt, sondern auch die Lehrmaterialien, die zuvor dem Unterricht und der Unterrichtung der Studierenden gedient hatten, waren dem universitären Leben damit entzogen worden. Gerade nächste Woche wird im Wallraff-Richartz-Museum eine Ausstellung eröffnet werden unter dem Titel »Wir glauben Kunst«, in der es um die jesuitischen Zeichnungssammlungen gehen wird. Die haben nämlich eine äußerst interessante Geschichte, weil die nach Paris verbrachten Zeichnungen gestempelt wurden damals, und zwar mit COL für Cologne. Dadurch konnte man sie später als ursprünglich aus Köln stammend identifizieren. Und der Louvre hat tausende dieser Zeichnungen dann aufbewahrt, die auch nicht herausgegeben wurden. Der Stadt Köln gelang es dann unter Eberhard von Grote im 19. Jahrhundert, ein Schüler Wallraffs, einen Teil der jesuitischen Zeichnungen zurückbekommen, aber der Großteil ist im Louvre verblieben und wird jetzt von beiden Museen, also vom Wallraff und vom Louvre, virtuell rekonstruiert. Also man führt über Datenbankeintragung diesen zerstreuten Bestand zusammen und eine Auswahl von 90 jesuitischen Zeichnungen werden ab nächster Woche im Wallraff-Richartz-Museum gezeigt. Ungeachtet der Raubzüge der Franzosen lief das universitäre Leben an der neu gestalteten Universität
zwischen 1794 und 97 relativ normal und ohne größere Vorkommnisse vor sich hin, bis es im Winter 1797 zu einem Eklat kam. Die Beamten, und dazu gehörten auch die Professoren der Kölner Universität, auch der Bonner Universität, waren nämlich aufgefordert worden, einen Treueid auf die Französische Republik zu leisten. Also im Rahmen der Neuordnung des Rheinlandes war dies von den Beamten verlangt worden und von einem Teil der Beamten des Rheinlandes wurde dieser Eid auch comme il faut geleistet, aber nicht so in Köln. Am 11. Dezember 1797 erreichten die Kölner Professoren die Aufforderung zur Eidleistung. Eine Sitzung des Kölner Stadtrats, die am gleichen Tag, am Nachmittag stattfand, zeigte aber, dass diese Aufforderung mit einem Desaster geendet hatte. Zitat: Von den Abgeladenen erschien niemand, sondern ward von Seiten des Rektors Magnifici und Dekanen Dolleschall und Winter eine Erklärung, sodann von Seiten des Dekani der Theologischen Fakultät Karich eine Erklärung verlesen und diese Erklärung dem fränkischen Kommissar zur ferneren Verfügung überschickt. Bei dieser Erklärung handelte es sich um die schlichte Weigerung, den Eid zu leisten. Für die Professoren und für den Rektor, die sich der Eidleistung verweigert hatten, waren zwei Argumente maßgeblich. Zum einen verwies man auf die noch ausstehenden Friedensverhandlungen, die in Rastatt geführt worden und die zwischen 1797 und 99 geführt worden, die also noch liefen, als es um die Eidleistung ging. Zudem, zweites Argument, wollte man allerdings auch nicht vorschnell auf die von Papst, Kaiser und Reich gewährten Privilegien verzichten. Daraufhin erging 4 Tage später eine erneute Aufforderung in dringlicherem Ton an Wallraff und die Professoren zur Eidesleistung. Dieser dringlich im Ton gemachten Aufforderung folgten am 16. Dezember 1797 allerdings lediglich die Professoren der medizinischen Fakultät. Zitat: Aus denen auf heute Nachmittag zur Ausschwörung des Eides der Treue an die Französische Republik abgeladenen Doktoren und Professoren sind bloß die Doktoren und Professoren der medizinischen Fakultät erschienen und haben laut darüber geführten Procès-Verbal den Eid der Treue der Französischen Republik ausgeschworen. Von Seiten der theologischen, juristischen und philosophischen Fakultät wurden Vorstellungen übergeben und abgelesen, sodann darauf verordnet, dass diese dem fränkischen Kommissar zur ferneren Verfügung zugestellt werden sollen. Wallraff und die anderen Fakultäten hatten also konsequent die Eidleistung verweigert, was 2 Wochen später zu massiven Sanktionen führte, indem alle Professoren mit Ausnahme der Lehrenden der medizinischen Fakultät entlassen wurden. Rektor Wallraff wurde des Amtes enthoben. An seiner Stadt wurde der Dekan der medizinischen Fakultät, Paul Best, zum Interimsdirektor der Universität ernannt. Ja, aufgrund dieses Eklats, aufgrund dieses Vorfalls, mussten im Wintersemester 97-98 alle angekündigten Vorlesungen bis auf die Vorlesung der medizinischen Fakultät schlichtweg ausfallen. Köln war zu einer medizinischen Rumpfuniversität geworden und das blieb sie noch wenige Monate bis im April 1798 die faktische Aufhebung der Universität wie auch der Universität Bonn erfolgte. Allerdings war dies durchaus vorhersehbar gewesen, denn die generelle Haltung der Franzosen ging in Richtung der Schließung der Universitäten, die als ein Relikt des Ancien Regime gesehen wurden und die man durch ein neues System von Zentralschulen ersetzen wollte. Im April 1798 hörte die Kölner Universität auf zu existieren. Dieses Ende wurde in der Presse kaum vermerkt. Es ist ja mittlerweile möglich, über digitalisierte Zeitschriftenbestände systematische Suchanfragen zu stellen und ich habe nur 4 oder 5 Hinweise aus einigen tausend digitalisierten Zeitschriften gefunden, die überhaupt
den Aspekt des Endes der Universität thematisiert haben. Wallraff wurde in einer ganz speziellen Historiografie später gerne posthum und politisch instrumentalisiert, indem die Eidverweigerung als heroische Interpretation eines Franzosenhassers gewertet wurde. In der Festschrift zur Erinnerung an die Gründung der alten Universität aus dem Jahre 1938 war Folgendes nachzulesen: Unbeirrbar lehnte der damalige Rektor Wallraff, mit ihm die vier Dekane und eine große Zahl an Professoren, den geforderten Treueid ab und gab damit den Anstoß zu einer großen, in solchem Ausmaß letzten Widerstandsbewegung gegen die Eingliederung in das Französische Reich. Das war eine, man muss es sagen, bewusste Fehlinterpretation, denn de facto war Wallraff keineswegs der Erzfeind der Franzosen, sondern legte in den folgenden Jahren ein hohes Maß an kollaborativem Engagement mit der französischen Besatzung an den Tag. Er war unter anderem, ließ er sich von der französischen Administration anwerben, um etwa an der Umgestaltung des Melaten-Friedhofs mitzuwirken. Wallraff zeigte sich als jubelnder Bewunderer Napoleons, als dessen Rheinreise ihn im Jahre 1804 auch nach Köln führte. Wallraff hat Gedichte und Schriften verfasst, in denen er Napoleon und die Franzosen seinerseits glorifiziert hat und so weiter und so fort. Und ich denke, man kann ihn nach der These des französischen Historikers Pierre Cernat als eine klassische Girouette, wie Cernat das genannt hat, bezeichnen. Die Girouette ist im Französischen nicht der Wendehals, das wäre viel zu pejorativ, sondern das Wetterfähnchen. Und Wallraff hat ja dann auch später mit den Preußen eng zusammengearbeitet und ist, glaube ich, typisch für eine Biografie der Sattelzeit, typisch für einen historischen Akteur, der dann auch ganz genau wusste, wann er flexibel handeln musste. Ja, ich möchte gerne mit Blick auf den Schluss des Vortrags eine doppelte Bilanz versuchen. Das erste Fazit, der erste Eindruck würde, denke ich, negativ ausfallen. Die Bilanz seiner Amtszeit ist wenig überzeugend. Seine Reformpläne waren schon vor 1793 immer wieder am Widerstand der Traditionswahrer gescheitert. Nach dem Einzug der Franzosen hatte Wallraff den Niedergang, den von ihm sehr betrauerten Niedergang des Professorenstandes, den Verlust der Pfründe und die Schließung der traditionsreichen Universität hinnehmen müssen. Insbesondere musste er, vielleicht größte Niederlage seines hochschulpolitischen Lebens, sich sehr bald schon eingestehen, gegenüber der wiederaufstrebenden Universität Bonn verloren zu haben. Denn ungeachtet aller Anstrengungen erhielt im Jahre 1818 nicht Köln, sondern Bonn den Zuschlag für eine Universitätsgründung und im weiteren Verlauf dieser Ringvorlesung wird ja noch die Rede davon sein, hatte Köln das Nachsehen und erhielt seine neue Universität erst im Jahre 1919 unter Konrad Adenauer. Diese Bilanz klingt mir insgesamt aber doch etwas zu pessimistisch und zu traurig, deswegen möchte ich in einem zweiten Fazit auf Wallraffs innovative Fähigkeiten und seine Modernität hinweisen. Das heißt, ich möchte hier durchaus eine Lanze brechen für Wallraff, nämlich für Wallraff als Hochschullehrer, der insbesondere durch seine Sammlungen, denke ich, Großartiges für die Kölner Universität geleistet hat. Das gängige Bild, das wir von Wallraff haben, stammt letztlich aus der Feder Johann Wolfgang von Goethes, der auf seiner Rheinreise im Jahre 1815, ich hoffe, Sie können ein bisschen das sehen, der sich empört gezeigt hatte über einen Besuch, den er in Wallraffs Höhle in der Dompropstei unternommen hatte. Wallraff hatte nämlich schon früh begonnen zu sammeln und er hatte diesen Sammeleifer verstärkt in der Säkularisation, als Bücher, Kunstwerke im Prinzip aus den Klöstern und Kirchen auf die Straße gespült wurden und die er versuchte zu retten, wenn sie zu retten waren. Goethe zeigte sich über das Maß an Unordnung,
das er in Wallraffs Höhle vorfand, überaus bestürzt. Er bezeichnete Wallraff als einen Drachen, der über seine Schätze wache und dabei verkenne, dass die Schätze durch Moder und Staub allmählich zerfallen würden. Das war das genaue Gegenbild zu dem ordentlichen Sammler Goethe, dessen Arbeitszimmer in Weimar Sie vielleicht alle auch kennen, mit den Vitrinen, in denen man das säuberlich aufbewahren konnte. Diese Einschätzung Wallraffs als eines, modern formuliert, so haben wir das im Projekt auch öfter gesagt, als eines Messi, diese Einschätzung wird durch zeitgenössische Beschreibungen wie die der Schriftstellerin Johanna Schopenhauer unterstützt, die Wallraff als einen verschrobenen alten Mann beschrieben hat, in einer so vollgestopften Wohnung, dass man kaum sich einen Weg dadurch bahnen konnte, in der Wohnung eines alten Mannes, der mit der Nachtmütze auf dem Kopf und dem Schlafrock seine vielen Besucher zu empfangen pflegte. Das sehen Sie hier auch gespiegelt ein bisschen, den Sammeltrieb Wallraffs, der Verrüstung nicht Halt machte und der im Grunde auch alles umfasste. Entgegen diesem Bild meine ich aber doch, darauf hinweisen zu können, dass Wallraff ein in vielfacher Hinsicht bemerkenswert modernes Lehrkonzept vertrat. Er war nämlich das Musterbeispiel eines Sammlers, der nicht zum Selbstzweck, sondern ganz stark orientiert am Wohle der Gemeinschaft sammelte. Und zwar am Wohle, interessiert am Wohle der universitären Gemeinschaft mit den Studierenden. Denn Wallraff war es, der die Objekte seiner Sammlung systematisch in seine Lehrveranstaltung integrierte. Also er praktizierte das forschende Lernen schon lange Zeit, bevor das in unseren Generationen hier üblich wurde. Wallraff hat schon in den 1770er Jahren zunächst mit dem Sammeln von Fossilien und Mineralien begonnen und war anfangs gar nicht so sehr an der Kunst interessiert. Dafür nannte er sich selber immer wieder einen Liebhaber der Naturgeschichte und einen Steinquäker. Er hat dann schon früh seine Fossilien und Mineralien in die botanische Ausbildung an der Universität integriert und er hat schon früh angekündigt, im Falle der Tatsache, dass er eine Professur erhalten würde, diese Sammlung der Fakultät zu vermachen. Im Vorlesungsverzeichnis findet man Hinweise darauf, wie er oder dass er die Objekte in der Lehre tatsächlich auch benutzt hat. Das ist hier das Titelblatt, hier in deutscher Sprache, der Vorlesungen an der Universität zu Köln im Jahre 1786. Und hier finden Sie ganz unten den Hinweis, dass Professor Wallraff die Naturgeschichte mit Vorzeigung der Körper und deren Anwendung gelehrt habe. Also daran kann man den praktischen Gebrauch seiner Objekte gut nachvollziehen. Aus allen Quellen, die uns vorliegen, können wir erkennen, dass Wallraff ein begeisternder und begeisterter Hochschullehrer war, der für seine Schüler weder einen finanziellen Aufwand noch andere Mühen scheute. Das können Sie ab morgen dann auch in der Präsentation von Kim Opgenord nachlesen. Wir sind in der Lage, auch über seine Lehrwerke nachzuweisen, wie intensiv er die Lehre vorbereitete. Denn es gibt in der USB gibt es ein Band, den Wallraff nachweislich für die Vorbereitung seiner Vorlesung benutzt hat. Und dieser Band ist geschmückt mit zahlreichen Eselsohren. Und vielleicht können Sie auch schon so ein bisschen sehen, Wallraff hat genau unterstrichen, was er vortragen wollte und was er betonen wollte. Also er hat sich hier intensivst präpariert. Wallraff hat als Botaniker für einiges Geld aus seinem eigenen Bestand Pflanzen für den Botanischen Garten der Universität erworben. Und er hat vor Ort unterrichtet. Er hat im Botanischen Garten unterrichtet, damit die Studierenden die Objekte ganz unmittelbar vor Augen haben konnten. Wallraff blieb ein begeisterter Lehrer noch bis ins Greisenalter, was man daran erkennen konnte, dass er im Jahre 1812 offiziell die Aufforderung der Universität erhielt, den von ihm zurückbehaltenen Schlüssel für das naturwissenschaftliche Kabinett doch endlich zurückzugeben. Für die Sammeltätigkeit Wallraffs hat sich, das hatte ich kurz erwähnt, die Säkularisation als Glücksfall
in gewisser Weise erwiesen, denn ab dann hat er seine Sammlung um Handschriften, gedruckte Bücher, um Antiken und Kunstgegenstände erweitert, die er ebenfalls in der Lehre einsetzte und für deren Erhalt er eigens nach Paris reiste, eine der wenigen Reisen außerhalb von Köln, die er unternommen hat und die ihm dazu dienen sollten, bei den französischen Behörden vorstellig zu werden, um ein Museum, ein Ort der Lehrsammlung für seine Studierenden zu schaffen, was allerdings nicht funktioniert hat. Es sind auch viele Briefe erhalten geblieben mit begeisterten Schülern, die Wallraff treu geblieben sind nach dem Verlassen der Universität und die sich immer wieder begeistert über die Qualität seiner Lehre geäußert haben. Jetzt bin ich auch schon ein wenig spät dran und habe Sie lange mit Wallraff behelligt und will zum Schluss nur die Frage stellen, was ist denn von Wallraff an dieser Universität geblieben? Ist überhaupt etwas von Wallraff an der Universität geblieben? Für mich besteht kein Zweifel daran, dass Wallraffs Spuren verwischt und verweht sind. Das, was er zu ewigem Gedächtnis der Stadt Köln mit seiner Sammlung überantworten wollte, ist in großen Teilen zerstreut. Die Kölner Museen und Kultureinrichtungen haben alle etwas von der Sammlung erhalten, aber die Einheit der Sammlung ist natürlich nicht mehr vorhanden, ist nicht mehr existent. Sein Nachlass ist mit dem Einsturz des historischen Archivs untergegangen, wird restauriert, ist im Moment schwer zugänglich. An der Universität selber äußert sich seine Wertschätzung vielleicht am intensivsten daran, dass eine Kopie seines Porträts im Büro des Rektors hängt, allerdings über dem Faxgerät im Vorzimmer und nicht im Rektorzimmer selber. Tatsächlich sind von seinen großen und großartigen Sammlungen nur zwei Bestandteile an der Universität verblieben. Seine wertvolle Bücher-, Manuskript- und Inkunabelsammlung, die 14.000 Bände aus dem 15. bis 19. Jahrhundert umfasst, liegt in der USB Köln und zeichnet sich allerdings durch einen extrem restaurierungsbedürftigen Zustand aus. Dankenswerterweise hat allerdings Ministerin Pfeiffer-Pönsken Gelder für die Restaurierung zugesagt, denn das ist eine wirklich Originalbibliothek aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert, über die man noch vieles erforschen kann, Wissensräume, Wissenstransformationen in dieser Zeit erforschen kann. Darüber entsteht auch gerade eine Dissertation. Wallraffs naturwissenschaftliche Objekte sind hingegen in Teilen im universitären Geomuseum an der Zülpicher Straße zu besichtigen. Und witzigerweise wurden einige dieser Objekte, wie das Tritonshorn von Wallraff, das habe ich hier, wie das Tritonshorn, wurden bis vor kurzem, bis vor wenigen Jahren noch in den Vorlesungen verwendet. Also sie wurden durch die Reihen gereicht und die Studierenden konnten das in die Hand nehmen, was sicherlich dem konservatorischen Zustand dieser Objekte nicht so ganz zuträglich war. In der Sammlung findet sich auch ein versteinertes Vogelnest, eine Rarität des 18. Jahrhunderts, eine Rarität und eine Kuriosität, also ein Vogelnest, das durch Kalksinter in dieser Form erstarrt ist. Man könnte jetzt noch weitere Beispiele zeigen, aber das lasse ich, sondern will nur noch kurz am Ende darauf hinweisen, dass die naturwissenschaftliche Sammlung ein Musterbeispiel auch für die Zerstreuung der Sammlung durch verschiedene Umstände ist, denn nach Wallraffs Tod waren 10.000 Fossilien und Mineralien zunächst in das Museum für Naturkunde überführt worden. Dieses Museum wurde in den verheerenden Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs zerstört und die Reste haben dann nach einigen Irrungen und Wirrungen ihre endgültige Heimat im Geomuseum gefunden. Dort haben einige der Objekte durch Mitarbeiter, die heute dort nicht mehr tätig sind, Füße bekommen und sind ihrerseits entschwunden. Und man muss auch darauf hinweisen, dass es keine Dokumentation gibt, auch in anderen Einrichtungen der Stadt Köln nicht, und dass man über die Sammlungszusammenhänge nur etwas weiß, über die engagierten Leiter dieser Einrichtungen, die übrigens auch für unsere Projekte sehr viel Unterstützung geleistet haben. Aber wenn es da zu Pensionierung kommt, dann wird dieses Gedächtnis der Universität unweigerlich verloren gehen. Es wird dann einfach nicht mehr da sein. Wir wissen nicht, was dann aus den
Resten der Wallraffschen Sammlung auch an dieser Universität werden wird. Ich tue mich schwer, damit hier ein Happy End vorherzusagen, aber vielleicht ist es nicht schlecht, dann auch noch ein wenig zu wallraffen und zu sehen, dass zumindest diese Relikte erhalten bleiben. Vielen Dank.